Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker mit Level 15 Geisterjagd auf der Baustelle. Das hört sich ja nicht gut an und ich denke mal, ich muss wieder alle besiegen. Ich bin mal gespannt. Nicht alle besiegen. Das ist ja meine Aufgabe, auch was anderes. Schnell hier hin. Okay, das haben wir überstanden fürs Erste. Wie bisher noch keinen Diamanten, das ist das Gute. Das ist ein Diamant. Nice. Sogar der erste. Okay. Das haben wir schon mal nichts verpasst. Das waren mal zwei. Ich kann hier runterfallen. Gut. Okay. One-Pilz, okay. Ich erstmal hier. Das ist der letzte Diamant. Es kann ja sein, dass ich die alle besiegen muss.
Einer ist noch übrig. Den kriegen wir auch. So. Wunderschön. Alle Maxi-Buhus besiegt. Wie? Nein? Och Mensch. Okay, Bingos Doppelgänger. Na 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 na, war dein Cut? Irgendwie auf den Knopf gekommen. Ich hab nur gesehen, wie ich... Nicht gesehen, wie ich zweimal gestorben bin. Oh. I'm totally sorry. Jetzt habt ihr live gesehen, wie ich gestorben bin. Krieg sogar Unverwundbarkeit. Ach komm. Gönnen wir uns. Muss auch mal sein. Schade, dass ihr die anderen Pets nicht mitbekommen habt. Da habe ich mich auch achtmal richtig. Naja. Aufgeregt. Bei einem Tod ziemlich unnötig, weil das war kurz vorm Ende. Was sind das Tropfen für die 100% für dieses Level? Je nach Aufgabe. Falschen Bingo nicht getroffen, das habe ich. Die Krone zum Greifen nahe. Hohen Herz im Wandelwald. Das große Maulwurfslabyrinth auch nö. Lang wollte ich die Folge eigentlich nicht machen. Mit zwei Löffeln habe ich nur 8 Minuten. Hohen Herz im Wandelwald. Dann schauen wir doch mal. Thank you.
schaue mich noch mal kurz hier um. Gegebenenfalls hier irgendwo ein Diamant ist, aber sieht nicht danach aus. Da war nur ein Pilz. Okay. Frage. Lass das jetzt einfach mal. Spawn. Okay. Dann never mind. Nein, ich will zumindest mal den jemand haben. Aber den krieg ich definitiv nicht. Nein, ich hasse diese Geister. Ach, schön. Das ist eine Herausforderung. Das mache ich jetzt mit Absicht, weil ich halt nicht mehr da hochkomme. Doch, komm schon, ich brauche so. Das schaffe ich nicht mehr. Mist. Oh, Mensch. Aber gut, die Diamanten zählen. Da kann ich mit dabei nicht was. Ja, komm schon, du. Oh. Wunderschön. Halleluja. Okay, damit habe ich meine Folgenzahl auch geschafft. Lass mich raten, kein Damage. Ich bin in den Geheimbits, den ich eigentlich gefunden habe, aber nicht benutzt habe. Schana dritten, ja. RIP. Nochmal, das ist perfekt für die nächste Folge. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei dem großen Finale von Captain Toad Treasure Tracker wieder. Bis dahin, tschüdelü. Und hiermit herzlich willkommen zum finalen Level von Captain Toad Treasure Tracker, das große Maulwurf-Labyrinth. Je nachdem, wie lange das Level sein sollte, schneide ich es eventuell im letzten Video noch dran, aber ich gehe mal davon aus, dass es sein eigenes Video sein wird.
Yay. Mal gucken, aber sonst habe ich hier eigentlich nichts verpasst. Okay. Ich glaube, hier im Schnürchen. Hm, die Münzen nehme ich einfach mal mit. Hab ja ein paar Leben verloren. Jetzt zweimal Würfel. Okay. Okay, der gibt mir den nächsten Ausgang. Dann gibt es mir einen Pilz, aber brauche ich nicht. Ein schöner Shy Guy. Ne, weg hier. Schnell weg hier. Weg hier. Oh, ich nehme dich mit. Oh Gott. Jetzt nicht die Schwierigkeit. Hier mal kommen mit. Mist, ich hab's fast. Hallöchen. Need you. Nein, 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 nein. Lass mich raten. Ich muss alle noch ein Ziel nehmen, oder? Stufe 18, bisher ist es ganz gut. Oh, Stufe 19. Oh, ich hab direkt.
Das nächste Mal gescheitert, okay. Das ist aber nicht, denke ich, zu viel Spaß. Mit. Ich hoffe. Nein, schon wieder. Nun. Nein! Toll. Mach ich hier die Fixe? Nein! Oh Mist! Langsam ist es mal gut, ne? Irgendwie besser mal mit der Pause. Und damit hätten wir jetzt auch das Spezialkapitel abgeschlossen. Ich habe mich nochmal erkundigt bezüglich dem Bonus-Level. Da würden wir ja, wenn wir das alles schaffen würden, mit dem Level, mit dem Mumien-Chance, würden wir noch die anderen Level freischalten, die wir schon eh gesehen haben, wie mit diesen, wo man die Münzen raus Level kriegt. Wisst ihr, was ich meine? Da, wo, hey, hier hast du eine Kirche, mach. Sammel Münzen. Und da wir das schon in der Hauptstory gesehen haben, dachte ich, nee, lass mir aus. Das ist zwar kein kompletter 100% Run, aber wir haben alle Level gesehen. Das ist für mich auch ein großes Pluspunkt. Ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Pikmin 4, was jetzt angenommen wird. Captain Toad. Bis dahin. Bidulü.